Hallo und Ahoi. Habt ihr schon einmal von der Sunken Cost Fallacy gehört? Wenn nicht, damit bezeichnet man den Umstand, dass man mal für etwas viel Geld ausgegeben hat, die Sache oder das Ding aber nicht mehr mag oder braucht, sich davon aber nicht trennt, weil man ja so viel dafür bezahlt hat. Und deshalb schleppt man es genervt mit durchs weitere Leben. Man repariert es am Ende vielleicht noch, man muss es pflegen und all das. Ähnliches gilt auch für Erbstücke, die mal echt was wert waren und von denen man sich deshalb nicht trennt, aber die einen nerven. Und man aber auch kein Geld mehr dafür bekommt und die deshalb immer mitgeschleppt werden. Und eigentlich wünscht man sich ein kleines Feuer oder einen Wasserschaden, was das Problem für einen löst. Und ich weiß genau, wovon ich spreche, denn ich habe beim Tod meiner Mutter Rosenthal-Teller geerbt, Weihnachtsteller von Rosenthal. Die waren in der Anschaffung vor, keine Ahnung, 50 Jahren mal sehr wertvoll, aber heutzutage will die kein Schwein mehr haben. Und jetzt stehen die bei mir in zwei Kartons rum, 2 Jahrzehnte Rosenthal-Weihnachtsteller. Und ich habe zwar den Platz dafür, aber sie nerven mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und ich werde sie nicht los. Beruflich habe ich es hin und wieder mit Menschen zu tun, die hängen auch drin in der Sunken Cost Fallacy, aber nicht in Bezug auf Dinge, sondern in Bezug auf Beziehungen, die schon ewig und 3 Tage in einer Beziehung sind, die sich eigentlich gar nicht mehr darin wohlfühlen. Die denken, boah, diese Beziehung hat sich eigentlich schon längst erledigt, aber die bleiben da drin, weil sie keine Lust haben, aber vor allem auch, weil es zu viel Mühe ist, sich zu trennen und weil es diese innere Rechnung gibt, man hat ja jetzt schon so viel Zeit in diese Beziehung investiert, da kann man ja jetzt nicht das Ganze wegwerfen. Ja, vor allem Frauen, die vielleicht so denken, boah, jetzt habe ich den Kerl endlich so weit, dass er funktioniert, wie ich will, aber nicht so richtig. Also richtig toll ist es nicht, aber ach, nochmal von vorne anfangen, bäh. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Gründe wie die Kinder, das Haus, der Hund und so weiter. Versteht mich richtig. Ich bin ein großer Freund davon, Beziehungen ernst zu nehmen und sich auseinanderzusetzen und nicht, wenn es unbequem wird, direkt die Flinte ins Korn zu werfen. Das ist es nicht. Aber ich bin genauso eine große Freundin davon, eine vor sich hin dümpelnde, ausgehöhlte Beziehung zu beenden. Und tragisch wird es zum Beispiel, wenn sich in einer Beziehung Interessen diametral gegenüberstehen, zum Beispiel beim Kinderwunsch, wenn der eine welche will und der andere nicht so weiß. Und über das Warten, dass der andere seine Meinung ändert, gehen Jahre ins Land und dann tickt plötzlich die Uhr. Und dann kommen so Gedanken wie, ja, aber wenn ich mich jetzt trenne, bis ich einen neuen kennengelernt habe und ob das dann was gibt. Und ich weiß ja auch nicht, ob der dann überhaupt will oder ob das klappt. Also vielleicht überlegt es sich mein Freund ja nun doch noch mal. Und diese Gedanken, die kann ich total gut nachvollziehen. Es darf nur nicht verhindern, dass ich die Realität verpasse. Denn genau das ist die Sunken Cost Fallacy. Ich stecke in einer Beziehung oder ich stecke in einem Job drin. Und ich habe schon viel investiert an Emotionen und Zeit und Gesprächen und Kompromissen und all das. Und ich habe das Gefühl, wenn ich diese Beziehung jetzt beende oder diesen Job jetzt verlasse, dann war all mein Engagement über die Jahre umsonst. Und weil man schon so viel investiert hat, kann man nicht loslassen und schließt damit aber auch die Tür zu einer vielleicht besseren Zukunft, zu einem Job oder einer Beziehung, die besser zu mir passen. Ich glaube, es gibt Dinge oder Lebensbereiche oder Themen, da kann man sehr gut Kompromisse eingehen. Und ich glaube, es gibt Themen, da sind Kompromisse oder das innerliche Aufrechnen nicht die beste Idee, weil sie letztlich verhindern, dass ich bestimmte Themen eigenverantwortlich in die Hände nehme. Und
für mich umfasst das vor allem die Dinge, die mich im Herzen glücklich machen sollen, die unverhandelbar zu meinem Lebensglück gehören. Es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Wenn ihr heute mal eine Zwischenbilanz zieht, also guckt euch eure Lebensbereiche mal an. Und vielleicht habt ihr ja so einen Lebensbereich, in dem die Rechnung vielleicht schon lange nicht mehr stimmt. Und wenn ja, was bedeutet das als Konsequenz? Ich weiß, in Bezug auf Geld hat, ich glaube, meine Oma war das, mal den Spruch gesagt, man soll schlechtem Geld kein Gutes hinterherwerfen. Das heißt, wenn man Geld für was ausgegeben hat, wenn man im Nachhinein gewusst hat, das war nichts, dass man dann nicht noch mehr investiert, um das irgendwie wieder zu heilen, sondern diesen Cut dann auch macht und sagt, das lasse ich jetzt sein. Bei der Börse weiß man das auch, wenn man in Aktien investiert, dass man, wenn man so ein Portfolio hat, sich vorher, also wenn man Geld angelegt hat, überlegen sollte, ab wann deinvestiere ich mich? Ne? Das heißt ja immer, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Und diese Verlustbegrenzungslinie, sagen wir mal minus 5% beim Portfolio, minus 10%, keine Ahnung, die muss ich vorher, also nicht in der akuten Krise, muss ich diese Grenze setzen, sondern so, wenn ich meinen Hirn noch beisammen habe, dann. Und dann muss das automatisch greifen. Und die das nicht machen, die denken immer noch, ach, der Markt, das fängt sich schon wieder und das wird schon wieder und ach, ich warte jetzt noch mal was, das klappt schon. Und es sind die am Ende viel, viel größere Verluste haben. Und ich glaube, diese Analogie kann man ein Stück weit auch auf Beziehungen übertragen. Und das würde mich jetzt interessieren. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann auch in die Kommentare. Ich gehe am Mittwoch im Podcast darauf ein, was ihr mich fragt. Und wer den Podcast haben möchte, der muss auf meine Website gehen, auf bettercallcasey.de und sich da unten in das Pop-up-Fenster in den Newsletter eintragen. Dann seid ihr im Verteiler für den Podcast. Und wer jetzt sagt, oh Mensch, ich muss mir bestimmt ein paar Lebensbereiche mal anschauen. Es ist noch ein Platz frei in meinem Online-Workshop, der am 25. Juni startet. Er heißt Selbstbestimmt leben. Und um was es genau geht, alle Infos dazu, die findet ihr auch auf meiner Website. Und ich packe euch den Link zu diesem Workshop direkt unten in die Infobox rein. Vielleicht ist es ja für einen oder eine von euch noch etwas. Ja, ich glaube, das war's für heute. Wir hören uns wahlweise Mitte der Woche im Podcast oder sehen uns wieder nächsten Sonntag. Macht's gut!